Pay-TV, wie zum Beispiel Sky, kennt heute jeder. Du zahlst, was du siehst, ganz anders wie bei den Rundfunkgebühren, da zahlst du, was du nicht sehen willst. Das erste Pay-TV war ein Misserfolg. Wenn es auch 19 Jahre Bestand hatte, den Massenmarkt erreichte es nie. Es wurde von der Zenith Radio Company 1950 in den USA eingeführt, unter dem Markennamen PhoneVision. Das ganze System war umständlich. Das Signal der Sendestation wurde verschlüsselt gesendet und über die Telefonleitung wurde ein weiteres Signal gesendet. Beide Signale wurden von einem Decoder gemischt und ergaben ein klares Empfangssignal auf dem Fernseher. Die Bezahlung erfolgte mit der Telefonrechnung. Nachteil war die Störanfälligkeit und, dass wenn man mit diesen ersten Systemen Fernsehen schaute, ein Telefonieren unmöglich war, da die Telefonleitung durch das Signal belegt wurde. Damals hatten die meisten Haushalte nur ein Telefon. Um dieses Problem zu umgehen, wurden die Decoder bei späteren Versionen mit einem Lochkartenlesegerät ausgestattet. Nun wurde monatlich eine Lochkarte zugesendet, auf der die Informationen zur Entschlüsselung eingestanzt waren. Zudem versuchte man eine Markterweiterung nach Neuseeland und Australien. Das System wurde aber nie ein kommerzieller Erfolg und wurde schließlich 1969 abgeschaltet.